Recht herzlich willkommen zur 70. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, was haben wir letztes Mal gemacht, ne? Irgendwie so zum Schluss noch eine Dingens. Hier, sag schon, nee, das war's nicht. Ach, hier oben können wir noch was machen. Dann hauen wir das so noch rein. Administrative Technologie. Und letztes Mal hatten wir noch hier was gemacht, ne? Genau, da konnten wir noch zwei erweitern machen. Das war unser Ding. Mhm. Gut, und das ist auch schon bald durch hier, ne? Ja, gut. Wie war das mit dem anderen da, was wir da noch haben? Okay. Kosten. Ja, geht ein bisschen voran, ne? Könnte mehr sein, ne? Wie das immer so bei uns ist, oder? Obwohl, woanders ist es auch noch nicht so wirklich. Hier ist... Ne, da ist es gar nicht. Wo ist denn die... Hier? Auch nicht. Da kann man das in der Entfernung nicht sehen. Da kann man es sehen. Und wo kommt es her? Wo ist das Zentrum? Hm? Ist das in Übersee oder so? Nee. Ah, hier. Bei den Chinesen. Da kam es her. Okay. Gut, haben wir das schon soweit geklärt. Und was machen wir jetzt noch? Das ist eine gute Frage, ne? Wie sieht es denn insgesamt überhaupt in unserem Lande aus? Da haben wir welche. Waffenstillstand bis 1724. Okay, sind noch ein paar Jahre. Oh, Geld, 20,49, das ist richtig viel, was da reinkommt. Alles klar. Ja, unsere Händler sind alle unterwegs, würde ich sagen, oder? Kommunisten, hier sind die Händler, 4, ja. Ja, bin immer noch ein bisschen erkältet. Ihr den Husten gerade mitgekriegt habt. Nicht so dolle. Aber naja. Schaffe eine richtige Flotte. Das werden wir auch nicht mehr schaffen, denke ich. Zehn Einheiten haben wir. Wir haben 41 von 76. Ja. Das geht alles, ne? Ach so, die waren unzufrieden, das stand da oben ja auch, ne? Ja, was machen wir da raus? Wer wandert jetzt, der Klerus oder die Bürger? Die Bürger, ne? Ja, gut. Ach, hier ist das wieder auch angezeigt, ne? Aber das nehmen sie dann nicht. Okay. Habe ich da irgendwas falsch verstanden mit der Markierung? Da geht nicht. Da wollen sie nicht. Da wollen sie. Zack. Reicht das noch nicht? Lass mal laufen. Kolonie ist gestorben. Kriegst du den Hammer weg? Okay. Noch ein bisschen durchgucken hier für die Bürger. Da ist noch was. Wollen sie nicht? Geht nicht, ne? Doch, da. Geht hier? Nee. Soll das klappen? Häfen werden blockiert. Super, ne? Hatten wir das schon? Nein.
Ist aber auch schon vorher weg gewesen wahrscheinlich, ne? Ja, jetzt können wir investieren hier was. Was bringt das noch, ne? Nicht wirklich was. Was haben wir denn hier? Handelsposten. Ah, die können wir nirgendwo bauen, weil die zu teuer sind oder was? Naja. Dann schließen wir das nochmal und warten noch einen Moment, bis das Geld da ist. Ja, wäre es ja jetzt schon, ne? Quatsch, falsch. Hier müssen wir hin. So, jetzt geht da schon was. So, jetzt wird das da gebaut. Das ist daneben. Da fehlt aber das Geld jetzt, deswegen geht das nicht. Gut. Lokale Autonomie. Können wir das verlieren? Chefspion ist gestorben, okay. Da rüsten wir gerade mal auf die paar Manneken wieder auf. Wie schaut denn das hier aus mit der Bretagne? Okay, die haben noch ein paar viele Freunde. Die Franzosen. Oh, hat auch noch einige. Das Osmanische Reich hängt damit drin. Hm. Hätten aber schon unsere Leute hinter uns, ne? Französische Kolumbien, Peru, die haben sich da unten ganz schön ausgeweitet, ne? Wenn die Nein sagen würde, dann hätte ich das schon gemacht. Burgund war noch Frieden, ne? Die Holländer wären nicht dabei, wäre aber nicht schlimm, ne? So, in Trier-Brandenburg. Brandenburg. Polen, Litauen. Da oben ist noch Brandenburg. Okay. Oh, doch ganz schön groß. Lassen wir erstmal. Wie sieht's denn hier mit Norwegen aus, hm? Ja, geht auch nichts anderes, ne? Wird keiner mitmachen, kriegen wir aber auch alleine hin, oder? Das ist das. Ja, dann holen wir doch mal unsere Leute rüber. Oder machen wir hier? Ne, können wir ja nicht. Wir haben ja hier keine Ländereien mehr, ne? Neufundland macht das alles hier jetzt. Oh doch, da ist noch eine Armee. Cool. Nee. Schick die da hin. Eine Armee beschützt hier Neufundland. Handelsschutz kriegst du gegen Hunden. Die blockieren unsere Häfen. So, so. Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, machen wir noch was. Das dauert ziemlich lange, aber wir machen das mal. Und dann brauchen wir hier noch was. Bringen wir die dann alle rüber, oder? Fünf davon. Oh, Geld alle. Nee, Mannstärke alle. Noch viel schlimmer. Hm. Noch viel schlimmer. Das ist ja doof. Mannstärke ist immer doof. Ein paar kamen jetzt dazu. Nächste Runde können wir wieder einen machen, ne? Hm. Das
bedeutet natürlich, dass wir hier noch aktiv werden müssen. Ne, das war jetzt falsch. Wo war denn das jetzt hier? Ja, hier ist ja schon richtig, ne? Kaserne. In London bauen. Daneben auch noch Essex oder was war das? Mal wieder eine Runde warten, bis Geld da ist. Oder auch mehrere Runden. Okay, nicht schlimm. Mal gucken, dass wir das noch hier wieder hinkriegen. Achso, wir können gerade hier noch ein paar machen. Ich glaube, wir waren noch bei Reiterei, ne? Die machen wir noch. 5 Ponys haben wir jetzt. Und Quebec ist nicht mehr unser. Naja, das brauchen wir alle nicht. Okay. Und die haben den Krieg erklärt. Interessant. So, jetzt wieder Mannstärke aller, deswegen geht das nicht. Aber die Mannstärke haben wir ja schon mal, ne? Können wir nur nicht auswählen. Keine Ahnung warum, weil wir das angewählt haben wahrscheinlich. Und dann sammeln wir die mal. Können wir die nächste Idee bringen. Okay, machen wir. Oh, hier, die sind gestorben. Respekt. Zölle, den nehmen wir. Und hier Produktionseffizienz. Der macht's Prestige hier hoch, ne? Zwei sogar, oder ne, einer. Komm, wir nehmen den noch dazu. Technik einstellen, Angebot ausschlagen. Ja, kostet uns ein bisschen Geld, aber ist egal, haben wir. Befehlshaber ist gestorben, das ist auch nicht gut, ne? Ja. Die 19 Truppen, die brauchen jetzt erstmal einen Anführer wieder. Jetzt haben wir 20 Truppen sogar da schon stehen. Können wir wieder ein. Debatte geht auch. Ja, das hier wäre es wohl. Kostenberater runter geht auch. Nee, ich würde jetzt die Kostenregimenter machen da. Machen wir. Machen wir nicht. Legitimität ist 100%. Können wir runter für 5. Das geht auch. Und das geht auch. Dann war es das. Haben wir das schon geschafft. Erledigt. So. Die sind schon geeint. Haben einen Anführer. Können wir die schon rüberbringen, denke ich, ne? Machen wir die dahin. So, und dann legen wir noch ein paar Infanterien nach. Die fehlen uns ja noch, ne? 5 noch.
Sollte dann auch reichen, ne? Gehe ich von aus. Unser Bote braucht natürlich ein bisschen länger, ne? Aber der kann da nicht hinlaufen, ne? Ne, kann er nicht. Okay. Weil die uns das hier weggenommen haben, oder wie sehe ich das? Das wollten wir doch alle haben, ne? Können wir da noch kolonialisieren? Ne, ne? Wo sind denn unsere Kolonisten? Schick nur einem Doktor. Ja, schade, ne? Heiße Schokolade. Und er ist gestorben. Der Frederik ist da, der neue Thronfolger. So, die auch noch zusammenrotten. Dann geht's, ne? Unsere Schiffe nehmen Schaden. Das ist nicht gut. Okay, 48% waren da gerade. Die 48%, das muss aber ein alter Kahn sein, oder? Fregatte. Und das ist eine frühe Fregatte, okay. Aber die sind schon angekommen, ne? Fahren wir in den Hafen zum Reparieren erst. Oh, die hat nur noch 18%. Naja, dann. Und wird das jetzt repariert oder nicht? Ach, das ist kein Hafen wahrscheinlich, ne? Ah, doch. Klappt. Gut. Da haben wir das auch so weit. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal hier eine Pause. Gucken hier noch gerade rein. Machen wir nochmal eine Kaserne auf. Zwei ging noch. Alles gut also. Noch ein bisschen Mannstärke für die Reserve. Das klappt dann alles. Gut, dann würde ich aber sagen, soll es für die Runde auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.